Deckel werden ja auch neu gemacht. Das ist halt Kunststoff. Und da habe ich jetzt mal die Bemaßung von der Schrift genommen. Da muss ich jetzt nur noch den Abstand nach oben hin messen, damit man nachher weiß, wo das hin muss. Damit es wieder wie im Original ist. Und jetzt wird das erstmal vektorisiert, dann wird eine Lackierschablone von gemacht und dann wird das direkt in Lack alles gemacht. Und am Klarlack nachher, dann kann da gar nichts mehr passieren. Und hier am Tank, da sieht man auch ganz schön hier, da ist wohl, ja, ich vermute mal durch überlaufendes Benzin, weil da sind mehrere Schichten. Das haben sie wohl mit so Folienbänder liniert, so wie es aussieht. Und da muss wohl das Benzin irgendwo unterwandert sein, da sieht man es ganz gut. Ja. Und dann hat es da unten drunter so ein Sabber gebildet, so gelblich. Also innen hat er jetzt auch hier auch oberflächlich Rost, da an der Kante. Das hat man erst gar nicht gesehen, aber wenn man das, ja, ich hoffe man sieht das jetzt, ja. Wenn man das freikratzt, dann kommt auch da schöne Rost zum Vorschein, genauso wie unten im Tunnel da. Da war vorher noch Lack drüber und wenn man da mit dem Fingernagel drüber geht, dann sieht man das ganz gut. Und natürlich so die typischen Stellen an den Halterungen, aber das sind dann eigentlich eher Kleinigkeiten. Das wird dann eher alles frisch gemacht. So, das ist ein Tank von einer CB 550 vor. Die Dinger haben so ein bisschen ein paar Schwachstellen. Diese gesteckten Embleme. Da sind so Pinne dran. Die kommen dann in diese Öffnung. Und da schabt sich da dann der Lack weg und dann fängt das an zu unterrosten. Und wenn hier noch Sabber reinläuft, dann kann das unbemerkt unter dem Emblem rosten. Der Tank, der hat noch so ein paar kleinere Macken. Zum Beispiel, ja gut, das sind jetzt halt normale Schrammen.